Diese kleine verstaubte Kammer in Kairo öffnet sich vielleicht einmal alle 10 Jahre. Und nur in Anwesenheit eines Museumsbediensteten, eines Polizisten, eines Geheimpolizisten und eines Richters. Hier lagern die Nag Hammadi-Manuskripte und werden veröffentlicht, nachdem Kirchenhistoriker Kisbell den wichtigsten Teil aller Dokumente zurückgab. Das Thomas-Evangelium mit der Aufzeichnung der Worte Jesus. Es beginnt mit dem Satz, dies sind die Worte, die der lebende Jesus sprach, niedergeschrieben von Didymus Judas Thomas. Und da steht, wer immer die rechte Erklärung für diese Worte findet, wird den Tod nicht schmecken. Didymus Judas Thomas heißt so viel wie Judas der Zwilling. Er war einer der Brüder von Jesus. Die spätere Religionsgeschichte macht aus Thomas den ungläubigen Apostel, den Zweifler, der nicht glauben will, dass Jesus nach seinem Tod körperlich wieder auferstand. Der ungläubige Thomas gilt heute als der ergebenste Jünger seines Herrn. Er verstand seinen Bruder am besten? Laut Evangelium des Thomas, ja. Er ist nicht als der Zwillingsbruder Jesus im eigentlichen Wortsinn zu verstehen, sondern er sagt, jemand, der das Evangelium gelesen und verstanden hat, kann sich selbst als einen Zwilling von Jesus betrachten. Seit es heißt, du seist mein Zwillingsbruder und wahrer Begleiter, prüfe dich selbst. Prüfe dich, um zu verstehen, wer du bist. Und du wirst genannt der eine, der sich selbst erkennt. Wer sich nicht selbst kennt, weiß auch sonst nichts. Doch wer sich selbst erkannt hat, erlangt unbegrenzten Zugang zu allem Wissen. Erkennst und bringst du das, was du in dir trägst, voran, wird es dich erretten. Nochmals, Thomas ist symbolisch zu verstehen. Ein jeder, der kommt, um Jesus zu sehen, sieht sich auch als Zwilling von Jesus, als einer, der gleiches göttliches Ansehen hat. Welche Aussage trifft das Thomas-Evangelium? Es ist eine Sammlung von Äußerungen, die eine Enthüllung versprechen. Was kein Ohr hören, kein Auge sehen kann, keine Hand berührt hat und dem menschlichen Verstand noch nie widerfahren ist. Das bist du selbst. Du kannst nicht hören und nicht sehen. Es ist dein Innerstes, dein Bewusstsein. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis des Christentums und des Heidentums. Eine Reise zur Selbsterkenntnis. Dieses entscheidende Vermächtnis gab der Gott Apollo im Orakel von Delphi den Heiden mit. Sucht nach Gnosis, nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Findet euch. Das galt auch für die Christen. Sie suchten nach jenem in sich selbst, das nicht sterben kann, bekamen aber nicht, was sie noch nicht hatten. Sie kamen zur Einsicht, dass sie sterblich sind, denn das Bewusstsein ist nicht gleich der Körper. Wer sich selbst entdeckt, entdeckt Gott und das Göttliche, Gott in sich selbst. Du scheinst ein Körper zu sein und bist ein Stück Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein erlebt Geburt wie Tod, wieder und wieder. Alle Gnostiker, auch die Christlichen, glaubten an die Wiedergeburt, als ginge man schlafen und würde wieder erwachen. Ein Leben in Zyklen, in verschiedenen Körpern, die kommen und gehen. Man selbst war nicht immer der Körper, sondern das Bewusstsein, das dies alles wahrnahm. Sie waren nie geboren, also konnten sie nie sterben. Das gegenwärtige Christentum betont den grundsätzlichen Unterschied zwischen Mensch und Gott. Gott ist Gott. Der Mensch ist sterblich. Das Thomas-Evangelium vermittelt eine ganz andere Botschaft. Es spricht von Jesus als Sohn Gottes, aber ebenso von allen anderen Menschen als Kindern Gottes.
Diese mögen sich dessen nicht bewusst sein, da sie nicht wissen, dass sie als Abbild Gottes erschaffen wurden. Und dann die göttliche Lichterscheinung vor der Erschaffung des Universums, als Gott sprach, es werde Licht. Die Menschheit wurde als Abbild dieses Lichtes erschaffen. Und im Thomas-Evangelium spricht Jesus als Stimme aus dem Licht. Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das Universum. Ich bin das Universum. Alles geht aus mir hervor. Das All ist zu mir gelangt. Spaltet das Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich dort finden. Lift up the stone and you will find me. Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich dort finden. Warum sind diese Worte des Thomas-Evangeliums für die Kirche so bedrohlich? Da sie besagen, Gott ist mit der Welt identisch. In allen Dingen steckt das Göttliche. Der Erfolg des Christentums liegt in der Erschaffung der Kirche. Sie besagt, um sich Gott zu nähern, führt der Weg über den Bischof. Eine Kirche besteht nur, wenn sie vorgibt, Erlösung ist ausschließlich mit und durch die Kirche und Gottes Stellvertreter auf Erden möglich, den Papst. Und nicht anders. Die Gnostiker hingegen sagen, es liegt an dir. Du kannst es schaffen. Das war die Offenbarung der Gnosis. Die Essenz, das Wesen, ist unsterblich. Es ist weder durch Wohlverhalten noch durch die Einhaltung irgendwelcher Gebote zu erlangen. Deshalb sind Gnostiker anarchistische Freidenker, frei von Maßregeln. Und ihr großes Idol Jesus porträtieren sie in ihren Erzählungen als ausschweifenden, zügellosen Menschen, der sich mit Huren und zwielichtigen Gestalten rumtreibt. Er bricht die Regeln, missachtet die Gebote des Sabbat und liegt ständig mit den Religionsvertretern im Streit. Er ist der typische Gnostiker, so waren sie alle. Und es geht ihnen nicht um die Befolgung von Geboten, sondern um die Selbsterkenntnis. Wer bin ich wirklich? Das Thomas-Evangelium entsteht noch vor den biblischen Evangelien. Und auch Paulus, lange als Mitbegründer des christlichen Glaubens erachtet, erscheint nun in völlig anderem Licht. Paulus ist ein Gnostiker, predigt den Christus in sich selbst. Er lehrt die Erkenntnis von der Unsterblichkeit bereits vor der eigentlich überlieferten Geschichte von Unsterblichkeit und Jesus. Paulus ist eine von der Geschichte völlig falsch verstandene Person. Zu seiner Zeit existierte keine Trennung zwischen Gnostizismus und wahrheitsgetreuer Kirchenlehre. Es gab damals keinen wirklichen Jesus. Erst ein, zwei Generationen später berichten die Evangelien der Bibel ausführlich über das Leben Jesus. Der Botschafter findet mehr Beachtung als die Botschaft selbst und Jesus wird in den Evangelien zum Sohn Gottes erhoben. Doch Paulus beschreibt Jesus viel früher. Und als ein Rätsel, als ein Gleichnis, als eine Metapher für eine innere Stimme. Gnostisch denkende Christen sahen in Paulus ihren Lehrer. Doch der Kirchenschriftsteller Tertullian verachtete die Gnostiker, nannte Paulus einen Apostel der Ketzer. Die Gnostiker bewunderten und zitierten Paulus, da seine Lehre so tiefgründig war. Die Lehre von Paulus fügt sich trefflich in jene Ideen, die zur damaligen Zeit in Alexandria entstehen. Die vielleicht größte Stadt der Antike ist damals das Tor zu Ägypten. Hier kreuzen sich die Kulturen Asiens, Afrikas und Europas. Oh, Alexandria, at that time. In Alexandria hat der Gnostizismus seinen Ursprung.